Hallo, grüß Sie. Sind wir schon da? Herzlich willkommen. Ja, sind schon da. Hallo. 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 Grüß Gott, hallo. So, was machen wir jetzt? Ja, wunderbar. Wollen wir euch auch grüß dich. Hallo. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf zunächst alle ganz herzlich hier in Oberkotzau in unserem Fernwehpark begrüßen. Ich begrüße mal zuerst unseren Landrat Dr. Oliver Behr, unser Mann im Bayerischen Landtag Alexander König, der Dr. Hans-Peter Friedrich wollte noch vorbeikommen, schafft es bestimmt noch. Dann begrüße ich alle anwesenden Maikgemeinderäte, zweiter Bürgermeister Erich Pöllmann, unseren Achim Hager, Fraktionsvorsitzender, der wesentlich an dem Park ja auch mitgewirkt hat, alle Vertreter des Fernwehparkvereins und dann natürlich ganz, ganz herzlich unseren Ehrengast heute, Staatsminister Dr. Markus Söder. Ich bin sehr beeindruckt und überrascht, denn wir wollen ja dieses Parkgelände am 18. Mai offiziell seiner Bestimmung übergeben. Ist ja mit Städtebaufördermitteln auch geplant und gebaut. Und ich habe letzten Freitag, hier vorab Einladungen weggesandt an die Ehrengäste. Und dass der Herr Staatsminister sofort sich ins Auto setzt und hierher kommt und sich hier vor Ort schon mal ein Bild macht, bevor es offiziell losgeht. Also nicht letzte Woche, sondern jetzt. Ja. Das ist also alle Ehren wert, das haben wir gar nicht erwartet. Ich habe ihn schon mal kennenlernen dürfen in Bayreuth an der Regierung von Oberfranken. Da habe ich damals einen Förderbescheid in Sachen Breitband aus seinen Händen in Empfang nehmen können. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir nehmen nämlich beide Hände heute von ihm und drücken, ja so sind wir hier nur kurz, und drücken diese dann in Ton. Also ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr heute hier ist und mit uns allen gemeinsam ein Zeichen setzt eben für Frieden, Freiheit, Demokratie und Völkerverständigkeit. Da bedanken wir uns sehr und wünschen ihm schon jetzt alles, alles Gute im neuen Jahr. Er hat ja neue Aufgaben, wird neue Aufgaben bekommen, also da gibt es viel zu tun. Also Gottes Segen, Gesundheit vor allen Dingen, nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag, wenn auch leicht verspätet. Und mit diesen Worten möchte ich es bewenden lassen, weil wir haben ja einiges vor. Darf aber unseren Landrat bitten, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu ergänzen, lieber Oliver. Bitte schön. Ja, lieber stolzer Bürgermeister des Fernwehparks, lieber Markus Söder, lieber Finanzminister, lieber designierter Ministerpräsident, das hier ist eigentlich fast selbstverständlich, dass du heute hier bist, denn das Projekt, das passt extrem gut zu dir. Es ist ein Projekt mit großen Ambitionen. Es ist ein Projekt, bei dem es darum geht, immer neue Destinationen, immer Neues zu erreichen. Und es ist ein Projekt, das ein fränkisches Projekt ist, fränkischen Ursprungs, ein Projekt, das erfolgreich ist und auch in die Welt hinausstrahlt. Also Markus, dementsprechend war es klar, dass du heute hierher gekommen bist und natürlich, bevor du nach Hof gehst, erstmal nach Oberkotzau in den Landkreis. Ich möchte zwei Sätze noch sagen und zwar möchte ich mich zweimal bedanken. Erstens möchte ich mich bedanken bei all denjenigen, die verantwortlich dafür sind, dass dieses Projekt hier realisiert werden konnte. Ich bin der Meinung, dass das Areal ganz hervorragend ist und dass es auch hervorragend gelungen ist. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie als Initiator des Ganzen. Und als zweites möchte ich mich bedanken, dass dieses Projekt hier in der Region ist und auch in der Region geblieben ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns, dass das in der Region auch anderweitig ausstrahlt. Lieber Herr Behr, wenn man mal so die Zeitungen aufschlägt, egal ob das FAZ ist, die Welt oder sonst was, ich glaube, es vergeht kein Jahr, in dem Sie nicht in einer überregionalen Zeitung mit dem Fernwehpark zu sehen sind. Und in Zukunft
wird Oberkotzau in die Welt hinausstrahlen. Das ist das, was Oberkotzau auch verdient. Ihnen alles Gute, ein gesegnetes neues Jahr. Gottes Segen natürlich auch dir, lieber Markus Söder. Wir brauchen dich immer und immer wieder. Du hast in den vergangenen drei Jahren insgesamt 85 Millionen an Förderbescheiden für unsere Kliniken unterzeichnet. Du hast dafür gesorgt, dass wir unsere Verbindlichkeiten von 45 Millionen Euro auf unter 30 Millionen abbauen konnten. Wir wollen auch noch ein bisschen mehr, gebe ich zu. Also das heißt, du wirst gebraucht und wir freuen uns, dass du mit der Unterschrift heute hier auch deutlich machst, dass du nicht nur zwei Hände hier in Ton gießt, sondern letztlich damit auch immer dem Landkreis Hof sein Stempel aufdrücken wirst mit möglichst viel finanziellen und Zahlen. Herzlichen Dank, alles Gute dir, Max. Als Initiator des Projekts Fernweh Park Sein zu Fehlen möchte ich Sie heute ganz herzlich begrüßen, Herr Staatsminister Dr. Markus Söder, dass Sie den Weg hier in den Markt Oberkotzau zum neuen Fernweh Park gefunden haben. Darüber freuen wir uns alle sehr. Ich möchte nicht viel Worte verlieren, die Vorredner haben ja schon viel gesagt, nur so viel. Der Fernwehpark wurde ja bewusst an einem magischen Datum errichtet, nämlich am 9.11.1999, 10 Jahre nach dem Fallen der Mauer, als Zeichen eben für grenzenlose Freiheit und für Völkerverständigung. Und im Ganzen integriert haben wir auch den sogenannten Signs of Fame, die Schildergrüße der Prominenten, die nicht nur geehrt werden für ihre Erfolge, was sie auch so tun, in Musik, in Film, in Sport, in Politik, sondern vor allen Dingen symbolisch mit der Signierung des Starschildes, das wir Ihnen heute mitgebracht haben, Herr Dr. Söder, und Ihren Handabdrücken in Ton. Symbolisch die Hand heben gegen Rassismus, gegen Ausländerfeindlichkeit und für eine friedvollere Welt. Und ich werde immer gefragt, Herr Beer, warum machen Sie das alles seit 17 Jahren unentgeltlich, einfach just for fun? Ich bereise ja seit über 17, als 40 Jahren die Welt und ich weiß, wie wunderschön unser blauer Planet Erde ist und wie dumm der Mensch ist, der durch Krieg, Terrorismus und religiösen Fanatismus so viel Leid über Unschuldige bringt. Und deshalb habe ich mir geschworen, eines nicht zu tun, nämlich nicht den Kopf in den Sand zu stecken und Vogel-Strauß-Politik zu betreiben, sondern ein öffentliches Zeichen zu setzen gegen Ausländerfeindlichkeit für eine friedvollere Welt und für ein friedvolles Zusammenleben von Menschen und Kulturen unter Beibehaltung ihrer eigenen Sitten und Gebräuche. Wenn das so praktiziert werden könnte, wäre es mir eine sehr große Freude und wir möchten mit dem Fernwehpark hier im Markt Oberkotzau einfach ein Zeichen setzen. Und wenn viele Prominente mithelfen, so wie Sie heute, Herr Dr. Staatsminister Söder, dann freuen wir uns sehr, wenn wir dann zur Tat schreien, das Schild signieren und die Hände in den Boden drücken, dann bereichern Sie den Fernwehpark. An dieser Stelle auch von mir ein herzliches Dankeschön nochmal an den Markt Oberkotzau, an Achim Hager, an alle Rede, die es möglich gemacht haben, dass der Fernwehpark hier in der Region geblieben ist. Wir hatten ja Angebote von vielen anderen Städten, unter anderem auch Berlin. Bloß wir haben gesagt, nee, er soll im Landkreis Hof bleiben, er soll in der Region bleiben. Und jetzt ist er im Markt Oberkotzau. Danke an den Markt Oberkotzau. Und ich würde sagen, bevor es noch dunkler wird oder vielleicht sogar etwas zu regnen beginnt, schreiben wir zu Tag. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Vielen Dank. Jemand, das wird gerade live übertragen. Also nächstes Mal von meiner Seite auch. Herzliches Grüß Gott. Dankeschön für die Einladung. Ja, war nicht nötig. So ein Tusch. Ich bin jetzt sehr gern gekommen aus mehreren Gründen. Der erste, ich sage es immer wieder, ja, als gebürtiger Franke ist es mir einfach immer eine Freude und Ehre, mitzuhelfen, dass wenn in Bayern was entsteht, dass es nicht nur in bestimmten Teilen Bayerns ist. Manchmal hat man den Eindruck, dass Bayern sich nur auf München fixiert. Deswegen sage ich Ihnen, alles, was in Franken passiert, ist immer gut, denn Bayern ist wunderschön, aber Franken ist ganz besonders schön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss man einfach sagen. Und die Region ist mir lieb und teuer. Der Landrat hat vor allem das Teuer in den Vordergrund gestellt. Es ist tatsächlich so, wir haben uns in den letzten Jahren, seit ich Finanzminister und Heimatministerin, bewusst Mühe gegeben, bei dem Aufholen die Franken stark zu unterstützen. Und das hat aber immer zwei Seiten. Das eine ist tatsächlich das Geld, das man gibt. Und da haben wir vieles verändert. Ob Breitband, ob Regionalförderung, ob kommunaler Finanzausgleich. Jetzt das Revitalisierungsprogramm von Ortskernen, was wirklich ganz wichtig ist, um die Infrastruktur massiv zu unterstützen. Da fließen tatsächlich Millionenbeträge bei uns rein.
Und das haben am Anfang manche Leute noch ein bisschen belächelt, dass wir sowas machen. Wenn man sieht, dass jetzt national das eigentlich zur Strategie erklärt wird, was wir in Bayern seit längerem machen, indem wir nämlich ländliche Räume nicht einfach vernachlässigen. Es muss nicht alles in die großen Zentren fließen. Die kleineren Räume ist manchmal Geld viel besser angelegt, viel effizienter gemacht, als wenn man das nur in Glitzertürmen in den Megacities verbaut. Meine Lebenseinstellung, meine Politphilosophie ist nicht nur alles in die Zentren zu geben, sondern ländliche Räume, kleinere Städte, Gemeinden müssen genauso unterstützt werden, meine Damen und Herren. Und diesen Weg setzen wir auch politisch gemeinsam fort. Darauf könnt ihr euch verlassen. Auch finanzieller Landrat, lieber Alexander König. Ich finde das Projekt toll, Fernweh. Also das ist an sich zunächst auf den ersten Blick unfränkisch, weil den Franken traut man das gar nicht zu. Ja, uns wird ja eher gesagt, dass wir wegen so wegen untereinander sitzen. Also sagen wir so, der Franke ist ja total weltoffen. Ja? Und er ist auch innerlich voller Euphorie. Er hat sich halt nur entschieden, das muss nicht jeder gleich auf den ersten Blick merken. Ja? Deswegen in der fränkische Gastwirtschaft, wenn man reinkommt, ist man sich herzlich willkommen, außer man setzt sich an einen Tisch, wo schon einer hockt. Das führt schon zu emotionalen Herausforderungen. Also, da ist ein bisschen, entscheiden Sie mal wirklich vorsichtig in ein Lokal. Ja? Das müssen wir mal probieren. Fünf Tische ist alles leer, nur einer sitzt an dem Tisch. Und wenn Sie sich zu dem hinsetzen, ja, und sagen, hallo, wie grüß Gott, wie geht's Ihnen? Dann ist er zunächst mal im kurzen Nervositätsmodus. So. Also ich finde es super. Das Einzige, was mir hier noch fehlt, weil es sind lauter Traumstädte. Es fehlt natürlich eine Nürnberg. Also ich sehe nur München hier. Also vielleicht, wenn Sie das noch mal ergänzen, würde ich sagen, ja. Wenn Sie das wirklich super was, ich bin echt super, wird neben, neben New York fehlt. Ah, Nürnberg, aber ich sehe nur München ja, hier. Das okay. Ist anders. Ja, weil da hinten ist. Ja. Sehen Sie, das sind die Dinge, die man künftig etwas justieren muss. Ja? Das muss man ein bisschen justieren, sonst randert das mit den Zuschüssen. Also lassen wir das jetzt mal. Aber der eigentliche Grund, wie ich das gelesen habe, ist dieses tolle Projekt, dieses Bekenntnis zu Toleranz. Und das ist schon wichtig. Also wir sind ja nun wirklich das weltoffenste Land. Es ist übrigens kein Widerspruch, weltoffen zu sein und sich trotzdem, es hat mir sehr gefallen, wie Sie gesagt haben, zur eigenen Identität zu bekennen. Viele politische Kräfte versuchen hier das eine gegen das andere auszuspielen. Weltoffenheit bedeutet nicht, dass man alle Unterschiede wegdiskutiert, sondern dass man Werte, Sitten und Gebräuche, die einem wichtig sind und zu diesen Werten übrigens auch stehen darf. Umgekehrt gehört Toleranz aber auch dazu, dass man andere respektiert und andere annimmt. Und vor allen Dingen, bloß weil man anders ist, den anderen nicht anzugreifen, meine Damen und Herren. Das ist das Wichtige. Sondern einfach Respekt zu haben vor den Menschen, Respekt zu haben vor Glauben, vor Auffassung, vor anderen Meinungen. Und das wird mit diesem Projekt, finde ich, toll dargestellt. Das zeigt Herz, nicht nur Verstand, sondern auch Herz. Und es tut unserer Gesellschaft gut. Und deswegen Dankeschön an Sie für das lange Engagement. Ich habe die ganze Liste schon gesehen, wer alle sich die Hände über lange Jahre schmutzig gemacht hat, wie er das überewigt hat. Ja. Das ist ein tolles Projekt, das ist eine gute Idee. Und es schafft halt immer eines. Es schafft Mut, auch anderen sich dazu zu bekennen. Und es zeigt ein gewisses Signal. Und dieses Signal der Haltung, die dahinter steht, die ist wichtig. Unser Land lebt auch ein wenig so sehr von der Kompromissfähigkeit. Wir haben es jetzt wieder die Woche überlebt. Da haben wir es zumindest mal geschafft, Kompromisse zu finden. Da war es gut. Aber ein Kompromiss bedeutet, dass man am Anfang eine Haltung hat. Und in dieser Frage ist es wichtig, auch die Haltung zu zeigen. Und das tun Sie. Und dafür Dankeschön. Und dass ihr auch immer das auch selber macht und ihn unterstützt, macht diese Gemeinde hier, macht das Projekt zu etwas ganz Besonderem. Insofern, als ich die Einladung bekommen habe, ist nicht so, dass ich nichts anderes zu tun gehabt hätte, als unter uns gesagt, aber ich habe mir gedacht, das ist ein schönes Signal, für mich persönlich eine Ehre und auch ein gutes Signal, wenn ein bayerischer Minister, vielleicht kommt Ihnen noch was anderes, auch da seine nicht Fußspuren hinterlässt, sondern seine Handabdrücke zeigt. Herzlichen Dank und alles Gute gemeinsam. Wir schreiben jetzt gleich sogar. Eine kleine technische Bitte habe ich jetzt, wenn Sie hier erstmal bleiben würden, dass wir die hintere Kulisse frei für Fotos haben. Zum Schluss gibt es dann noch genügend Gelegenheit für Gruppenfotos. Ich tue das jetzt erstmal ein bisschen zur Seite bringen und wir machen nämlich eine verschiedene Posen für unsere Bildersteuer. Es geht nicht so einfach. Ich möchte nur abschließend sagen, wir haben Herrn Markus Lanz auch hier neben Thomas Gottschalk.
Aber Herr Dr. Seel, ich stelle Ihnen heute nicht die Frage von Walter Ernst. Ja, ich könnte sie jetzt Sie können das ja jetzt beantworten. Ja, genau. Also, das fangen wir an. So. Erst einmal hier zur Seite. Jetzt werden wir bitte zurücktreten. Zurückdrehen ist der ungeschickte. Wo soll ich denn hier rüber? Ich würde sagen, so in diesen Freiraum hier. Ne? Okay, dann machen wir erstmal für das erste Foto. Das erste Posen. Und dann mal zu mir. Kann man hier wieder einen Ärger? Kann die Wandfotografie? Ja, ja. So. Gut, danke. Und dann mit der Unterschrift dann nochmal in die Kamera. Ja, hier rüber, ja, genau. So, jetzt schauen wir nochmal zuerst. So. Posing Nummer 1 beendet. Wunderbar. Ich weiß nicht, wie viel es gibt. Ja, weiß ich nicht, aber. So, darf ich mir nicht. Ein zweites gibt es schon mehr. So, jetzt. Jetzt stellen wir das Ganze wieder in den Hintergrund. Moment. Ja, danach brauchen wir ein bisschen was zum Abwischen. Obwohl, ich kann ja dann so. 1 Million hier, 1 Million. Das weiß ich endlich, wie teuer dein Mantel ist. Das habe ich schon überzeugt. Das letzte Mal, wo ich dabei war, war der Genscher da. Der hat ausgeschaut von oben bis unten. Das war jetzt richtig. Ich habe ehrlicherweise schon alte Jacken mitgenommen, weil ich gewusst habe, es wird nicht so schick wie der Landrat. Wenn Sie hier platzieren, dann haben wir hier das Schild. Sie sind sportlich. Sie schaffen es sicher, in die Hobby zu gewinnen. Ja, ja, das ist alles gut. Okay. Ja. Dann haben wir nämlich hier im Hintergrund das Schild. So, ich dachte, jetzt mal kurz halten. Also beide Hände spreizen drüber, das sind 6 Zeichen. Ja, so, ja, und dann? Und die Finger etwas spreizen. Ja, dann? Darf ich mal innen zeigen? Ja, es ist ja schon so. Ja, so. Und dann einfach drauf drücken. Und dann mit der linken Hand zuerst rein und dann mit der rechten jeden Finger einzeln eindrücken. Am Anfang hat man den Eindruck, dass es ziemlich. Bitte den Blick kurz halten, ja? Aber es ist nicht ein wenig nachhelfen. Soll ich Ihnen nochmal zeigen? Darf ich nochmal drücken? Ein wenig drauf drücken, genau. Drückst drauf. Das war noch nichts. Bitte noch einmal auflegen. Da muss jeder Finger neigen. So. Also bei Schwarzenegger habe ich reingedrückt, er war etwas schwächlich auf der Brust. Sogar bei Jürgen so in diese Richtung. So. Machen Sie es schnell, wie Sie es wollen. Jetzt würde ich Sie aber bitten, mit Ihrer Hand selber mal zu drücken, wegen der Bilder. Oh, nochmal so. Jetzt schauen Sie bitte mal hoch. Sie sind ja Medienberater, können Sie in der Staatskanzlei einstellen. So. Es wird immer besser, wunderbar. Und dann wieder das dritte Hand. So. Und das gleiche jetzt umgekehrt mit der anderen Hand. Ja, drückst dann selber. Hier wieder raus, genau. Okay. So. Sehr schön. Jetzt schauen wir nochmal hoch. Einmal zu mir bitte. Ja, ich warte nochmal, ich drücke das Zeug noch rein. Und nicht bloß vorne wegen weiter hinten an. Ja. Die Problemzone ist der Handballen. Ja. Wenn Sie jetzt versuchen, mit allem Gewicht auf den Handballen zu gehen. Ist schon besser. Schade, ja? Ja. Super. Ja, ja, sehr schön. Alles gelernt haben. Sehr schön. Ja, so. Hervorragend. Sagen wir mal so, du wirst ein besser Abschlussfoto, so ja? Schön auflegen. Das Abschlussfoto ist unser Zeichen für eine friedvolle Beziehung. Schau der Herr Bär mit mir. Wir hängen jetzt die Hände her. Der Bär, gucken. Hände hoch in Oberkotzau. Einmal noch zu mir. Sauber aus. Ja, ist ordentlich. Danke. So, was ist? Und jetzt, Moment, jetzt müssen wir es nur noch signieren. Ja. Moment, jetzt habe ich noch ein bisschen mein Handy. Jetzt mal nochmal Dietler. Silvia? Ja, ist nicht schlimm, da ist nicht schlimm. Aber mal jetzt. Silvia? Ich habe extra mein Handtuch mitgebracht. Weißt du, aber ist nicht schlimm. Danke dir. So, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Wo soll er? Jetzt hier bitte signieren.
den Namen schreiben? Den Namen. Was? Nicht in Druckbuchstaben, sondern als wenn Sie Autogramm geben würden. Ne? Genau. Die Kontonummer noch und die Telefonnummer, oder? Okay. Passt. Wunderbar. So, vielen herzlichen Dank. Und jetzt? So, danke. Jetzt so. Machen wir einen Postelbaum, oder was? Nee. Jetzt werden wir das Ganze. Und jetzt zeigen wir natürlich, wie das Ganze geworden ist. Das wenn ich jetzt bin, darf. Und jetzt machen wir noch ein schönes Gruppenfoto. Jetzt Gruppenfoto alle drauf. Dann ein bisschen kuscheln. So. So, dann fangen wir mal bei ihm an, bei den Kollegen. Ja. Das ist gar nicht so leicht. Wir haben zu klein gebaut, ich sicher. Ach, und dass wir einen kleinen Zuschuss geben fürs Größere, oder? Okay. So, und dann schauen wir mal wieder zu mir. Danke. Du kuscheln wir mal später. So. Ja, der Scheiere, du schießt hier zu mir. Komm, wir kuscheln ein bisschen an, bitte. Das ist wärmer. Also ich kann ja Hände vergleichen. Also sie stehen in den Händen von dem Gitschkurs in nichts nach. Da geht es schlimmer. Also was die Schlagfertigkeit anbetrifft, das gebe ich Deine sehr Frau schön. Hat als erste das Foto mit Gitschkurs gepostet mit der Landesgruppe. Wobei der Größenunterschied war durchaus wahrnehmbar. Ja. Orban wollte kleiner, aber mit dem Klitschko alle Feste haben. Ja, abnehmen. Haben Sie es fest? Ja, ich hab. So, und jetzt gehen wir durch, oder? Ich fahre noch mal voraus, ja. Okay. Und eines haben wir Ihnen zur Erinnerung gebracht. Oh, schön, danke. Damit Sie eine kleine Erinnerung an den Rest haben. So, genau. Das ist meins, okay. Das ist meins. Das brauche ich nicht unterschreiben für mich selber. Meins so. Geht nicht schon, mein Unterschrift. Genau. Ja, jetzt darf ich Sie einfach einladen. Vielleicht noch einmal eine kurze. Ja, schauen wir nochmal durch, oder? Schaffen wir noch vom anderen. Ja, kann man sehen. Das ist so. Aber es ist schon beeindruckend. Also, es ist jetzt Elvis so. Presley Boulevard. Passt natürlich schön hier nach Kotzau, ja? Es ist so gedacht, dass wir vom Blick her, vom Amphitheater, für die Welt repräsentieren. Und deshalb haben wir bewusst, also du beispielsweise. Im letzten Bau schnell über die Fußbodenheizung reingebracht. Und dann geht es sternförmig in die verschiedenen Abteilungen. Und rechts haben wir unseren Science of Fame, also die Schilde, die wir hier im Moment haben. Wir können auch die Politiker nicht nehmen. Den habe ich schon am Oktoberfest in Las Vegas im Hochprojekt ausgefeiert. Okay. Oh ja. Schön. Aha. Werner Mocker! Ja, hier. Ich habe hier einen Platz. Und er soll ja auch einen Stern bekommen, der wahrscheinlich anders schaffen wird, weil sie sehr viel Umwelt einsetzt. Und gegen Brand natürlich ist. Und ganz toll finde ich hier die Frau Dr. Auma Obama. Und das ist ihr original Handabdruck. Und die Handabdrücke sind ja im Moment noch gelagert. Und wir haben ja vor, das heißt der Markt Oberkotzau, auch ein Gebäude zu erwerben, um dann die Handabdrücke ausstellen zu können. Natürlich dann auch ihre. Und vielleicht schaffen wir es durch Frau Dr. Auma Obama, auch Barack Obama nach Oberkotzau zu bekommen. Ja, wir mal Barack Obama hier. Kulmbach haben wir zum Beispiel mit Thomas Gottschalk. Das hat Dr. Karl Theodor zu Gutenberg damals noch möglich nicht gemacht. Dann haben wir natürlich alle Großen, die kennen sich ja alle hier. Ja, ja, wenn wir uns jetzt hier mal umdrehen,
Hier zum Beispiel ist unsere Egge Trans-Australien. Da gibt es einen ganz berühmten Fahrradabenteurer, Tilman Weigaler, der hier mit dem Fahrrad zweimal die Welt umradelt. Hat sich jetzt in Australien zur Ruhe gesetzt, bedeutet aber nicht, dass er nichts gemacht, sondern hat all diese Schilder von Australien mir geschickt. Dass der Grundgedanke ist ja vom Trampelpfad, dass man sich mit Blick auf die Schilder im Kopfkino Bilder vorstellen kann, um dann im Kopfkino eine Weltreise anbieten zu können. Das war dann der Ursprungsgedanke von dem Ganzen. Und der Trampelpfad wurde ja dann über Kotzau jetzt sehr großzügig gebaut. Das ist ungefähr ja fünfmal so viel Möglichkeit und Fläche wie am alten Standort. Und deshalb gibt es noch einige leere Kosten. Und hier haben wir jetzt unser Asien-Eck, wo wir also nach Asien gehen. Hier haben wir noch ein paar Schauspieler und Sänger. Oh, das ist super. Aber Nürnberg haben wir auch schon. Das ist eingebunden nämlich in eine ganz besondere Geschichte. Da gibt es einen Mann, der hat sein Leben in Schildern dargestellt. Und zwar, der hat in seinem Leben in verschiedenen Orten gelebt und hat 17 Jahre gesammelt, diese Ortsschilder, wo er gelebt hat, als Lebensstationen einzubringen. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal hier durch. Ich bin noch hier fertig durch. Sind schon einige namhafte. Sehr schön. Und übrigens, also hier ist natürlich vor allem ein Video, das ist ein Kotzau gekommen ist. Und das zweite wäre, dass ich hier auch eine Frau habe. Genau, im Telefon kennt ihr den Leute. Also ohne Achim wäre das eigentlich nicht Nein, aber die Alternative war ja wirklich, dass wir ganz anders hingehen. Also wir haben uns ja nicht Wir haben ja Angebote wirklich von ganz Deutschland gehabt, außer auch der von der Berlin, die keine Kosten gescheut hätten. Und dank und dank. Sehr schön, sehr beeindruckend, sehr schön. So. Jetzt gehen wir schnell nochmal in die Politiker-Ecke. Genau, dann machen wir zum Schluss die Politiker, wie immer zum Schluss. Servus, grüß dich. Grüß dich. Hallo. Wenn man hier so fallen sieht, steht bei der Kälte. Oder hast du hier was auch? Ah, das steht gut, das kommt ein Foto von sich. Schon ein bisschen angekratzt, der Lack. Wann war das? 2003? Hey, das ist das Älteste, oder? Ja, das ist immer ziemlich am Anfang gewesen. Ja, das war auch schon vorher her. Ohne jetzt was. Danke. Ja, das ist fünf Jahre her, 2012. Ich würde sagen, zur Bayern, oder? Ja, gerne, aber ich habe. Komm mal hin. Kannst du hier, ja? Hey. Alle her. Wo ist der Bürgermeister? Achim, komm, gehen wir mit hin. Ja. Ich glaube, das ist da jetzt auf Bayern, sieht man das mit dem? Ja, sehr schön. Ja, schon. Dann fange ich mal an, bitte. Danke. Wunderbar. Dann haben wir es, oder? Eins noch. Eins noch. Danke. Gut, danke schön. Wunderbar. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Schönen Tag. Ein Bild bitte noch, wenn es geht mit meiner Lebensgefährtin. Weil du das immer fotografieren müssen, wir nie mit da unten. Zähl dich bitte. Da musst du mit der Kunde mit. Ja, klar. Immer nur fotografieren. Das ist nicht. Und lachen. Ja, schon, ne? Wenn das jetzt nicht blühen wird, das ist halt das, also so das. So, jetzt alle Pressemenschen. Gott, so, jetzt mal. Ja, Alex. Eins oder die Welt ist schön. Heute freue ich mich, im warmen Hofland zu sein. Kann losgehen. Herr Minister, die Sondierungen in Berlin haben wichtige Hürden genommen. Ist in dem Paket noch genug GSU?
Ich glaube, es ist ein sehr gutes Ergebnis und gerade aus der CSU ist viel erfüllt worden. Zum einen einmal eine Begrenzung der Migration, eine Stärkung des Rechtsstaates, wenn es um das Thema Abschiebungen geht, abgelehnter Asylbewerber, da ist viel drin. Zweitens natürlich endlich Steuersenkung. Das ist ja geradezu absurd, bei Rekordsteuereinnahmen nicht endlich Steuern senken zu wollen, auch das ist gemacht worden. Und das Dritte, es gibt sehr viele Signale, gerade für Menschen, denen es nicht automatisch so gut geht. Leute, die hart arbeiten, trotzdem sich schwer tun, ihr Leben zu meistern. Und da wird vieles gesetzt für Familien, für Pflegebedürftige, für Medizin. Also unterm Strich bin ich sehr zufrieden. Jetzt hoffe ich aber, dass die SPD den Mut auch hat, das, was sie selber geleistet hat, auch umzusetzen und dass sich nicht Jusos und andere Ideologen durchsetzen. Noch einmal zu den Finanzen. Auch die wirtschaftlichen Rahmendaten in Hochfranken sind recht gut. Trotzdem ist es bei zum Beispiel bei Innenstadtsanierung so, dass manche Kommunen die 10% eigenen Teil nicht schultern können. Ist der Aufschwung, kommt der nicht genügend bei den Kommunen an? Also wenn man gerade Oberfranken sieht, dann kann man das Beispiel nehmen, dass sehr, sehr viel sich bewegt hat. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, das ist gar nicht lang her, wo wir eine Spreizung bei der Arbeitslosigkeit hatten zwischen München und Hof, die ja gigantisch war. Wir hatten Phasen, wo es für junge Menschen kaum eine Chance gab, Arbeit zu finden. Jetzt sind wir auch in Oberfranken eine der absoluten Leistungsregionen in Deutschland, liegen ganz mit an der Spitze. Das müssen wir natürlich fortsetzen, verstetigen. Das geht nur, indem man zum einen dafür sorgt, dass man die Zukunftsthemen weitermacht, Hochschulentwicklung, Digitalisierung, Forschung voranbringt, indem man zweitens die Infrastruktur stärkt. Das tun wir hier auch. Wir haben den kommunalen Finanzausgleich massiv erhöht. Wir haben das Thema Stabilisierungshilfe gerade in Oberfranken gemacht, was zu einer deutlichen Entschuldung vieler Gemeinden führt, die erhebliche Probleme haben. Und wir haben auch dazu geführt, dass wir mit der Revitalisierung von Ortskernen die Innenstadtentwicklung voranbringen. Also auf der einen Seite gibt es mehr Geld, auf der anderen Seite gibt es auch Zuschussprogramme. Viel mehr kann man eigentlich nicht machen, um solche Gemeinden zu stärken. Ein weiteres Projekt ist die Höllentalbrücke. Unser Landrat in Hof, Dr. Bär, forciert den Bau einer solchen Brücke über das Höllental, ein sehr umstrittenes Projekt in der Region. Wie stehen Sie dazu? Zunächst einmal entscheidet ja immer eine Region, ob sie etwas will. Ich bin immer der festen Überzeugung, man muss nicht aus München vorgeben, was eine Region will, sondern es muss vor Ort geprägt werden. Das ist für mich aktive Heimatpolitik. Weil aus den Münchner Zentralen sieht manches anders aus, als man es vor Ort erlebt. Und über Franken sollen die Franken entscheiden. Wenn ein solches Projekt gewünscht wird, und das ist es von der Mehrheit, dann werden wir das unterstützen, weil wir die Infrastruktur für wichtig halten. Und deswegen gibt es einen Zuschuss von 80% zu den förderfähigen Kosten. Dankeschön. Danke, genau. So, danke. Ja, Heimfahrt geht's weiter nach Hof. Jetzt geht's nach Hof.